Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Yawn of Dawn. Wir waren jetzt mal in Englisch unterwegs, oder in englischer Sprache unterwegs und hab mal hier mal meine Soldaten zusammengesammelt. Die sind hier. Wir haben zwei Schattenklingen, dann haben wir vier Assassinen, zwei Havocs und zwei Kriegsmeister. Interessant, okay. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt eine unserer Missionen abschließen, unser Nebenquest noch, bevor wir richtig loslegen, denn wir haben hier noch eine Quest namens Loot und brauchen dafür erst einmal das Blut einer Riesenspinne. Und ich finde es ganz praktisch, dass wir genau hier eine haben. Also erstmal werden wir digital verschonen, aber das wird nicht lange so bleiben, aber auf jeden Fall erstmal. Oh, ein Klingenverteidiger. Ich kann ja mal meine Einheiten hier so als Lektion hier nehmen. Habe ich die dann immer mal griffbereit, wenn ich sie brauche. So. Das dürfte übrigens Part 241 sein. Eine Riesensumpfspinne. Stufe 15. Das hilft dir nicht, dass es Stufe 17 ist. Ah, Stufe 7 nur. Linien müssen halten. Sterben bei einem Schlag, was sind das für eine Herausforderung? Das ist ja nix. Eure Versuche langweilen mich. Ihr könnt jetzt langsam mal anfangen zu kämpfen, ne? Das wäre mir nicht unrecht, wenn man langsam mal anfangen würde zu kämpfen, weil was ihr im Moment macht, ist einfach nur lame. Ich finde aber auch daran liegen, dass unser Charakter einfach overpowered ist. Und alles zu Moose verarbeitet gleich mal. Standhalten, Männer! Aber die Quest, Questblut bringt uns noch einen guten Gegenstand. Ich weiß nicht, ob wir den auch anziehen werden. Aber ich denke mal, es ist ein Einhandschwert, was wir da bekommen werden. Und das wäre dann natürlich perfekt, wenn wir dann noch die Fähigkeit der schweren, also der Schilde erringen würden. Da hätten wir nochmal mehr Ressourcen, muss man gerade gucken. Hier, was hat man denn da noch hier bei Erfahrung da? Haben noch einzelne Fähigkeitspunkte. Okay, sind voll. Und wenn wir hier noch, hat man dann noch bei schwere Kriegsfälle noch die Schilde. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Überlegung wert, ob wir das machen, weil das hört sich ziemlich gut an. Schilde haben wir jetzt eh schon eine gute Rüstungsklasse von 332 und dann noch ein 80er Schild. Hätten wir um die 400 Rüstungsklasse, das ist. Oh, Zahllager, Stufe 20, ist wahrscheinlich die Riesenspinne, weil die ist irgendwie stärker als die anderen. Sieht auch, ist auch größer als die anderen. Was die so reinhaut. Mit nix. 8 Schaden hat das. Kann ich vergreifen. 6 Schaden, aber. Das ist ein nix. Ich greife ja gerade an. Hier die hier, ne? Ne, das sind nur noch die anderen daneben jetzt. Jetzt haben wir den. Na, die hat auch nichts drauf. Die ist zu langsam. Obwohl wir auch nicht mit einem Zweihand-Axt angreifen, ist sie aber trotzdem noch zu langsam. Und sie hat dabei natürlich erstmal das Spinnenblut. Dann ein Stachelschildpanzer, eine reißende Dornkeule, Utraner Meister, Armbrust und Zauberaura der Verzweiflung. Das ist neu, dass es sowas gibt für mich. So, wir haben hier legendärer Nordmannring. Der war sowas für mich. Und blitzscharfes Meisterkutschwert. So, gerade mal gucken, weil der Ring hat mir irgendwie gefallen. Der hat genau das, was ich brauche. Ausdauer und Stärke und außerdem noch 5% Kampfgeschwindigkeit. Das müsste doch eigentlich was
sein für mich. Außerdem noch eine 25 Rüstungsklasse. Und den Zring, der hat Ausdauer 8. Ja gut, hat er auch. Ja, dann nehmen meine Werte im Ganzen ab, aber mal sehen. Also ich bekomme natürlich weniger Mana bei dem Ring, ist klar. Aber ich bekomme mehr Rüstungsklasse. Ja. Allerdings, du hast das jetzt über den Ring haben. Okay. Müssen wir es verkaufen, oder? Und jetzt heißt es erstmal, unserer verrückten Freundin den Ring zurückbringen. So, wir nehmen wieder hier in Third-Person-Mode. Weiß auch nicht, sonst schlafe ich hier ein mit der Maus. Das ist sonst zu blöd. Ich hier einschlafe. Muss ich viel schneiden, das will ich nicht. Schneiden, scheiße. Erst recht in den Finger schneiden, scheiße. Oh, davon ist ein Klingenwegen-Verteidiger. Ja, das ist so eine kleine Kostprobe gewesen, was denn solche Dunkelelfen-Einheiten können. Und ich muss sagen, das war ein Klingenverteidiger, aber kein Klingenweber, war ein Klingenverteidiger, also der ist schon stark. Hier sind wieder Irrewische. Und das eine ist da. Aber bevor wir hier wirklich weitermachen und unsere ersten Basen hier aufbauen, so unter anderem eine Einheit Basis der Dunkelelfen. Todesritter, die mache ich. Hier ist so irgendwo ein Händler, glaube ich. Hier ist doch eine Elementarmagie. Also hier sind Händler der verschiedenen Magien. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. In diesem Fall werden sie mir als Müllablage dienen. Ja, und hat natürlich Zauber der Elementarmagie. So. Also so was kein Mensch braucht. So, Ausrüstung. Obwohl, ich glaube, ich kaufe erstmal nur das, was ich wirklich nicht brauche. Die beiden, die. Windfall werde ich mal behalten. Und Zwergenast kann weg. Malma kann weg. Den Beißerbeilchen Drachenzahn kann weg. Ja. Nicht sehr spannend im Moment. Achso. Der Klingenverteidiger. Ich habe eigentlich keine Idee, da eigentlich keinen Wert drauf, dass meine Dunkelelfen mit mir flöten gehen, weil ich würde die jetzt brauchen, um die das Momentfeld zu erobern.
Oh je. Nordischen Spitzhammer, das haben wir beim ersten Durchlauf gehabt. Den nordischen Spitzhammer. So, ich glaube, das dürfte wir fürs erste Mal erreichen. Ja, ich möchte alle haben. So, dann können wir schnell mal nochmal das Ding hier ordnen. Dann haben wir nur noch. Und noch 22 Seiten, oh mein Gott. Meisterassassine, Meisterassassine. So, wir wollen nach Graufurt, Haus des Ordens. Satanius ist tot. Toter Satanius. Der Orden ist auch tot. Ich lebe noch, Ulias lebt noch. Und Drachen fällt gerade unterlassen auch immer noch. Atira! Ah, ihr seid es wieder. Nun, habt ihr alle Lebenssäfte gesammelt? Ja, hab ich. Hier bringe ich euch das Blut der drei Kreaturen. Wahrhaftig. Ihr habt viel erdulden müssen dafür. Doch leider sind eure Mühen noch nicht vorbei. Um den Gar hier zu brauen, muss das Blut in einem Gefäß aus reinem Adamantinum angesetzt werden. Wo ist ein solches Gefäß zu bekommen? Nur die Zwerge können Adamantinum formen. Skarvik, der Schmied aus den südlichen Windwallbergen, besitzt die Gabe dazu. So sagt man. Lass mich raten, wir dürfen jetzt zu Skarvik gehen und den Typ soll uns dann einen Krug oder so ein Gefäß aus Adamantinum formen, was weiß ich, gedacht habe, ja, dafür brauchen wir, glaube ich, aber auch so einen Adamantinum-Splitter. Wenn wir sowas überhaupt haben. Ich bin da mir nicht sicher, ob wir sowas noch haben. Genug. Dürfte reichen. So. Das waren die südlichen Winterberge. Das war Windhalme. Skarvik war hier vorne. Semtalinda. Skarvik Eisenbart. Nidhalfs Stärke mit euch, Mensch. Red ich nicht. Hört sich müssen. Ich benötige ein Gefäß aus Adamantinum. Das kann ich wohl herstellen. Allerdings brauche ich dafür einen Adamantinum-Splitter. Nur einen? Wo kann ich so etwas finden? Geht nach Schwertfels. Dort gibt es Adamantinum in rauen Mengen. Hat doch schon einen. Hier, nimm. Ich bringe euch den Splitter für das Gefäß. Ah, ein Splitter aus Adamantinum. Vom Schwertfels, nehme ich an. Gebt her. Ich glaube, da nimmst du so richtig hier, an. Nehmt. Ein schönes Stück. Bestens geeignet, um es zu bearbeiten. Wartet. Hier habt ihr euer Gefäß. Danke, Skarvik Eisenbart. Wir werden damit jetzt zu Antira zurückgehen und werden da mal gucken, wie sich dann dieser Trank zubereiten lässt oder nicht. Ich würde den gerne trinken. Bin ich der Held hier? Das ist wieder sowieso. Der Trank des Helden, der Gar hier.
Wulfgar. Das Hause Wulfgar. Ich habe euch schon erwartet. Nun, habt ihr den Krug aus Adamantinum? Ein Krug war es, okay. Habe ich tatsächlich mitgebracht. Hier ist das Gefäß, das ihr benötigt. Tatsächlich. Es ist soweit. Die Stunde meines Streiters wird kommen. Seid ihr sicher, dass ihr das Richtige tut? Richtig oder falsch, der Streiter wird uns retten. Hier, der Trank ist fertig. Seht nur, wie er brodelt. Was soll nun damit geschehen? Bringt den Trank zu meinem Erwählten, Tombart, mein Bruder. Er ist ein tumper Kerl, der von allen verlacht wird. Doch dieser Trank wird ihn zu einem mächtigen Krieger machen. Das kann doch nur schief gehen. Ich habe den Trank des Helden erhalten. Wie sieht das Ding aus? Das ist er nicht, nein. Das ist doch hier, also der Trank der Helden ist blau. Wir haben Blut gesammelt. Und Blut ist normalerweise rot und der Trank ist blau und das ist komisch, weil wenn ich rot zu rot schütte und nochmal rot dazu gebe, da kommt daraus kommt nicht blau daraus. Das ist komisch. Ist vielleicht dafür das Gefäß aus Adamantinum schuld, dass er dann jetzt blau ist oder was? Könnte ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, die Dinge, die wir noch haben, wie zum Beispiel die Tränen eines seelenlosen Wesens und so. Habe ich das nicht schon benutzt hier? Die sind teilweise daran, die werden noch für die Quest mit der Erdenklinge zu gebrauchen gewesen, aber ich habe die ja verkauft oder vertauscht ihr an den Elfter. Ja, somit brauchen wir die nicht mehr, aber na gut. Tombart. Mhm. Was? Wie ist euer Name? Tombart. Tombart muss arbeiten. Atira schickt mich mit einem Trank. Trank? Oh, das ist gut. Atira hat mir erzählt davon. Trank macht Tombart stark und schlau. Dann Tombart niemand mehr auslachen wird. Es sollte euch auch ohne den Trank niemand auslachen. Genau. Du mir den Trank geben. Du mir geben. Tombart will stark und schlau sein. Hier, nehmt. Danke. Schmeckt böse. Brennt. Schmeckt böse. Jetzt Tombart schlau wird. Niemand mehr Tombart auslachen. Niemand! Was ist mit euch? Ihr seht so verändert aus. Niemand wird mich je wieder auslachen. Ich werde Josie auslachen. Ha, 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 der Held ist tot. Geil. Ja. Hat ja gemerkt. Der Typ war nichts besonders helle. Alter, der hat von sich in der dritten Person gesprochen. Das kann ja nur schlecht sein. Aber, wir haben uns erfolgreich in diese neue Bedrohung gewährt, die wir natürlich noch super selbst hervorgerufen haben, aber gut. Wir wollten nur helfen. Und jetzt die Frage, werden die Nordlande trotzdem gerettet, auch wenn wir jetzt den Held erschlagen haben? Ich denke schon, denn wir sind immer noch da und wir haben ja den Held besiegt, also werden wir auch die Nordlande nicht merken können, also das dürfte funktionieren. Wenn nicht, dann haben wir halt gelost, aber wir haben das bis weit gut geschafft und deswegen gucken wir uns jetzt mal den Mond an, der da komisch aufgeht da hinten. Schade, sehen wir von hier nicht.
Okay. Es wird bald. Okay, der Mund sollte eigentlich noch kommen, aber okay. Es ist Nacht oder Abend. Bisher ist Abend, jetzt wird gleich wieder Nacht werden. So, Atira, dein Typ ist tot. Eine neue Zeit wird beginnen. Der Trank des Helden. Ich, Atira, werde die Nordlande retten. Was ist mit euch? Ihr redet wie im Fieber. Thornbart, er wird uns alle erlösen. Ah, er wurde selbst erlöst, von mir gerade. Der wird niemand mehr erlösen. So, was machen wir jetzt mit dem Ding hier noch? Das war schon gemacht. Okay. Das war jetzt die letzte Aufgabe, glaube ich. Jetzt haben wir nur noch dunkle Elfen, die Monumente. Okay. Machen wir. Gehen wir noch. Oh Gott. Hi, Gabba. Das ist komisch, der. Ja, Schal. Schal. Schall. Schal. Nachtelfenschal. Dunkelelfenschal. Keine Ahnung. So, dann wollen wir uns ans Erobern des Monumentes.